Willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens PC. Das Part sollten wir das hier holen, haben damit auch angefangen und sind quasi jetzt auch fertig. Ich muss es noch einsammeln. Wir haben außerdem so ein bisschen durch schleimige Gänge gekämpft, mussten ein Secret nochmal aus Pseudo-Art und den Sterben eben wieder nochmal holen und also holen, weil wir es vergessen haben. Was war noch mit dem Part? Ich glaube, das war's. Genau, haben wir nochmal rausgefunden, was bei dem Würstchen abgeht. Ich glaube, sonst war es das. Wir sammeln jetzt auf einen. Jetzt sind wir hier bei Snape. Ich hätte nicht, dass er uns hier rauskommen sieht, aber der steht da hinten gerade am. Die Bikale nehme ich hier gerade mal schon mal mit. Vergessen wir sie nicht. Wir gehen ihn nochmal an, aber dass ihr das auch mal gehört habt. Das passiert, wenn man den einfach so anredet. Treibst du dich schon wieder in den Kerkern rum? Sicher hast du dich wieder mal hoffnungslos verlaufen. Wenn ich dich jemals beim Herumschnüffeln erwische, Potter, bist du all deine Hauspunkte los. So, wir mischen jetzt erstmal ganz kurz ein paar Tränke. 6 Stück. Weil ich eh nie brauche, das haben wir so wenigstens. Ja, die Secrets holen wir uns dann alle später, wenn wir alle Zauber gelernt haben. Ein Klassenzimmer für Zaubertränke. Ich sollte mich besser vor Snape in Acht nehmen. Ja, die Bildkarten, die hier so in dem Schloss rum sind, machen wir erstmal die wir auf den Aufgaben finden. Hallo, ich habe 2 Hornhorn für den Zaubertrank gefunden. Hallo. Klasse. Ich muss noch herausfinden, wo wir die nächste Zutat finden können. Aber ich werde es sicher bald herausbekommen. In der Zwischenzeit gebe ich das schon mal in den Trank. Sie gründen einen Duellierclub. Heute ist das erste Treffen. Hört sich interessant an. Geh in die große Halle, wenn du wissen willst, was ein richtiges Duell ist. Er tut dir so freudig und dann sagt er auf einmal knallhart, wenn du wissen, was ein richtiges Duell ist. Ich bedrohlich, aber gut. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Hier ist die große. Können mich alle sehen? Könnt ihr mich alle hören? Sehr schön. Im Duellierclub wollen wir für den Fall trainieren, dass ihr euch eines Tages einmal verteidigen müsst. Wir treffen uns jeden Tag im Vorzimmer der großen Halle. Ziel eines jeden Zaubererduells ist es, den Gegner unschädlich zu machen. Während eines Duells kannst du 3 Zauber verwenden. Mit Rictus Sempra kannst du einen Gegner nach hinten schleudern, dann nimmt seine Kraft ab. Verwendest du Mimblewimble, wirkt der nächste Zauber deines Gegners richtig. Wendest du Expelliarmus an, wird der Zauber deines Gegners umgelenkt, sodass er wieder auf ihn selbst zurückprallt. Möchtest du einen Zauberspruch wählen, scrolle mit der rechten Maustaste durch die Liste der Zauber. Drücke die linke Maustaste, um einen Zauber auf deinen Gegner anzuwenden. Hältst du die linke Maustaste einige Zeit gedrückt, wird die Kraft von Rictus Sempra oder Mimblewimble verstärkt. Während eines Duells ist es verboten, Zaubertränke zu trinken oder zu springen. Möchtest du an einem Duell teilnehmen, musst du eine Gebühr in Form von Bertiebots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen entrichten. Der Gewinner bekommt die Bohnen des Gegners. Möchtest du einen Schüler zum Duell auffordern, gehe einfach auf ihn zu. Wenn du genug Bohnen hast, wirst du zum Duell eingeladen. Mein Assistent, Professor Snape. Ich bin Ihr Kollege, nicht Ihr Assistent. Hat mir anvertraut, dass er selbst ein klein wenig vom Duell versteht und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Duelle zu überwachen. Und nun eine kurze Demonstration. Harry, würdest du dich bitte mit Ron aufstellen? Na ja, Zeit, das Traumpaar zu trennen. Malfoy, komm hier rüber. Schauen wir mal, was du aus dem berühmten Potter machst. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich zu zermalmen, Potter. Dann kann's ja losgehen. Zauberstäbe in Position. Bei 3 geht's los. Angst, Potter? Das hättest du wohl gerne. 1, 2, 3. Träum weiter, ist viel cooler an. Na gut. Gegen Slytherin anzutreten, Harry. Harry Potter hat Slytherin besiegt.
Abschied. Easy, Alter. Easy. Haben nicht mal zu kommen lassen. So macht man das schnell, Leute. Serpensortia! Hau ab! Was war das? Hat Harry gezischt? Oh Gott, das kann doch nicht sein! Das kann nicht sein! Der doch nicht! Du bist ein Paselmund, Harry. Du kannst mit Schlangen sprechen. Na und? Es ist nicht egal, Harry. Denn Salazar Slytherin war berühmt dafür, dass er mit Schlangen reden konnte. Oh nein. Doch, so ist es. Und jetzt denkt die ganze Schule, du bist sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßenkel oder so ähnlich. Aber das bin ich nicht. Wie auch immer. Wir sehen uns später, Harry. Tschüss, Harry. Tolle Freunde, muss man echt sagen. In dieser Nacht lag Harry stundenlang wach und grübelte. Könnte er der Erbe Slytherins sein? Ich komme morgen nicht zum Kräuterkundeunterricht. Ich gehe in die Toilette der maulenden Myrte und mache weiter mit dem Vielsafttrank. Es ist einfach unglaublich, dass Hermine den Unterricht schwänzt. Wie dem auch sei, wir gehen jetzt besser nach draußen zu den Gewächshäusern, Harry. Los, komm! Mein Dad hatte früher eine Schwäche für Zaubererduelle. Dabei hat er auch Mom kennengelernt. Wen interessiertest du, Nobody? So. Ja, Zauberduelle ist so ein weiteres optionales Ding, was wir machen können. Kann man auch ganz zu Ende des Spiels machen, werde ich deswegen auch wahrscheinlich da machen. Also wenn dann ein Part lang nur Zauberduelle machen. Warum sage ich denn Zaubertränke? Klar, könnte ich ja jetzt schon starten, aber es macht ja bis am Ende Sinn. Da stehen nämlich dann ein paar mehr Leute da. Wenn wir dann Äste und so. Da kann man auch Bogen bei gewinnen. Und warum ich jetzt hier nichts mitnehme, ist eben, dass wir den Hogwarts gerne erst erkunden will, wenn wir alle Zauber gelernt haben. So, das sind wir auch schon. Willkommen zum Kräuterkundeunterricht. Für diejenigen, die es vielleicht vergessen haben, ich bin Professor Sprout. Lasst uns direkt anfangen. Heute lernt ihr den Abtrennzauber Defindo. Harry Potter, würdest du dich bitte vor die Klasse pflanzen und als Erster den Zauber ausprobieren? Gerne, Professor Sprout. Du hast in Hermines Büchern gelesen, stimmt's? Was ist damit zu tun, hä? Richte deinen Blick jetzt genau auf das Symbol vor dir, Harry. Siehst du den Zauberstab? Er zeichnet die Form des Symbols nach. Wenn der Zauberstab sich über einen Pfeil bewegt, musst du die entsprechende Pfeiltaste drücken. Diese Herausforderung besteht aus 3 Übungen. Du musst jede Übung exakt ausführen, um fortfahren zu können. Bist du bereit? Übung 1. Fang an. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. 5 Punkte für Gryffindor. Übung 2. Fang an. Ah ja, wir lernen übrigens 4 Zauber dieses Jahr. Also der vorletzte quasi. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. 10 Punkte für Gryffindor. Übung 3. Fang an. Gut gemacht. Du hast alle Übungen hervorragend abgeschlossen. 15 Punkte für Gryffindor. Du beherrschst nun die Findo, Harry. Die Saat für einen großen Zauberer wurde gelegt. Diese Flammenpanz von der, ne? Nun wollen wir mit der Findo-Herausforderung fortfahren. Willkommen zur Defindo-Herausforderung, Harry. Möchtest du die Herausforderung erfolgreich beenden, musst du den Stern der Vollkommenheit finden. Er befindet sich in einem Gang über dir. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich.
Springt die Uhr auf null, bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkteboni. Ich empfehle dir, alle einzusammeln. Versuche, den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich zu finden. Je mehr Punkte du am Ende der Herausforderung hast, desto mehr Hauspunkte bekommst du. Weinreben und andere Kletterpflanzen überwuchern manchmal Türen oder andere Öffnungen. Verwende die Findo, um sie durchzuschneiden und dir den Weg frei zu machen. Genau, die Findo muss jetzt aber nicht mehr nennen. Sachen zu schneiden und so. So. Hier haben wir 11 Secrets. So, die Alarmzauberin. Gehen wir mal hier rein. Kannst du außerdem Seile durchschneiden, sodass Gegenstände herunterfallen. Hohe Klumppilze sondern Giftgas ab, Harry. Geh ihnen aus dem Weg oder verwende die Findo, um die Stiele abzutrennen. Ein kleiner Trick. Und zwar ist hier ein Gnomenloch, ihr seht schon. Dann freue ich mal den Gnomen, wenn er nicht rumbackt, bis er da gleich rauskommt. Sehr gut. Und ihr seht, das erklärt einem keiner in dem Spiel hier. Er rennt auf die Pilze zu. Macht daraus Bohnen. Also er mampft die einfach und Gift macht immer auch nichts aus. Gibt es also Boden, dann können wir ihn fertig machen. Wenn du den oberen Teil eines Hohklumpfilzes vom Stiel abgetrennt hast, kannst du damit werfen. So, hier runter können wir aber gehen, das ist nicht der Tod. Aber ich glaube, da ist... ja. Ja, der findet aber sofort den Boden. Die beste Lösung. So. Habe ich jetzt theoretisch abgekürzt, aber kommen wir mal an, so wie es eigentlich sein sollte. So, erst den hier durchschneiden, dann soll man von dem auf den hier springen. Und dann kann man hier hoch. Aber ich habe es halt abgekürzt. Die
Stachelpflanzen feuern ihre Stacheln auf dich ab, sobald du ihnen zu nahe kommst. Halte dich von ihnen fern oder verwende die Findo, um die Stiele abzu... Die kennen wir schon aus dem ersten Teil, da waren sie aber nur ein bisschen größer. So, weiter geht's. Gibt's 14 Sterne, wie ihr seht. Also es ist auch nicht mehr eine feste Zahl. Ich hab manchmal Mist behauptet, es gibt mehr als 10. Mit Glyphindo kannst du auch andere Dinge zerschneiden, Harry. Versuch es mal bei diesem Spinnennetz. So. So, das Secret noch nicht durchschneiden, denn ihr könnt hier schon einen Bonus stellen und ein Secret abholen. Und mit demselben Lumos könnt ihr dann noch hier rein. Und ist ja so, Secret habe ich dann, glaube ich, auch damals schon mehr gefunden. So, damit hauen wir den Block hier runter. Und das waren genug Sieben mit Karte, um es einen Schlüssel zu geben. Das wurde uns ja am Anfang von dem kopflosen, fast kopflosen Nick erklärt. Die zwei nichts dauern, die nur Spaß machen. Genau, fällt die durch und so sind wir ein bisschen schneller, wenn ich mich mal wieder draufstelle. Sah sehr leicht aus, aber die fahren, sobald man draufläuft, runter, deswegen. Das ist leicht, deswegen ist es doch nicht ganz so einfach, wie es vielleicht aussieht. Ben,
Ist toll, wie die immer verschieden klein und groß sind. Ja, Jungs, sehen sie noch. Komm. Ich will, dass ihr die mitnehmt. Ja, gut. Der macht es schon. So. Das ist eine Venemosa Tentacula. Pass auf, dass sie dir nicht zu nahe kommt, denn dann beißt sie sofort zu. Mit Defindo kannst du sie betäuben oder ihre Fangarme abhacken. So, schnell ziehen wir schon alle ab. Bin ja schon von neuen Gegnern beworfen. Vielleicht kennen wir den. So. Truckles sind Baumgeister, die Mega-Powerbäume bewachen. Wende die Findo auf sie an, damit sie verschwinden. Na, no, boah, Truckles sind noch Gegner, die wir was noch dazu bekommen haben. Ich glaube, immer so eine Mega-Power-Ginde, wenn man sie besiegt. So. Wenn es nahe kommt, beißen die ein. Das ist ziemlich fies. Aber die ist jetzt auch runtergefallen. Ja, wir gehen das jetzt nicht zwingend. Ich mehr zwei Mana. Gut, gut. Leben. Der Methode. Hier ist nichts zu anzaubern. Defendo!
Ne, das ist auch nicht okay. Da gibt Lumos, was tatsächlich vergessen haben, irgendwo einzubauen. Also, ich habe, da ich hier meistens, ich glaube, wenn ich Erinnerung habe, eine als Secrets habe. Weiß ich echt nicht, was ich hier aufmachen soll. Ich bin hier schon tausendmal lang gerannt. Versuch's rauszufinden, aber es reicht nicht ewig. Es reicht höchstens bis hier. Das heißt, es müsste ja hier irgendwo sein, aber ist es nicht, deswegen. Habe ich das tatsächlich nie gefunden. Wenn ihr wisst, was das ist, keine Ahnung. Also, ich vermute aber, den haben sie vergessen, mit Funktion zu belegen. Zeichen dann der Mann ist schon langsam ein bisschen langweilig. Das Secret. Und die Spinnen hier machen nichts, die hängen sich nur mehr an uns. Wäre im Notfall runterfallen würden, könnte man hier hochklettern. Das ist der Hof, wo wir vorhin waren. So, ich würde sagen, wir machen am nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.